werden zugemacht. Und dass Allah Azza wa Jalla am Tag uns bestimmte Sachen verboten hat, wie das Essen und das Trinken oder den Beischlaf mit der Ehefrau. All diese Sachen hat er uns verboten und verlangt, dass wir noch mehr gottesfürchtig sein sollen. Denn am Ende der Vers sagt Allah Azza wa Jalla, la'allakum tattaqun, das heißt, dein Fasten, dieser Monat Ramadan, wird als Ergebnis am Ende dir noch mehr Gottesfürchtigkeit bringen. Und diese Gottesfürchtigkeit wird dich zu einem besseren Menschen machen, im Diesseits und im Jenseits. So sollst du wissen, liebe Geschwister in Islam, dass der Gesandte alayhi salatu wassalam weiter sagt, dass die Teufel in Ketten angelegt worden sind. Deswegen, du entscheidest, ob deine Tore der Hölle aufgehen sollen oder zubleiben. Du entscheidest, ob deine Satan in Ketten weiterbleiben sollen oder weiter mit dir leben sollen. Deshalb sagt alayhi salatu wassalam, das Fasten ist ein Schutz. Ist ein Schutz. Schutz vor wem? Vor deinen inneren Trieben. Innere Triebe, die das Schreckliche, das Bösartige befehlen, Ungehorsamkeit befehlen, durch das Fasten wirst du in einen Zustand kommen, dass du sogar deine Teufel unter Kontrolle hast. Die sind in den Ketten angelegt worden. So sollst du wissen, liebe Geschwister, sagt alayhi salatu wassalam weiter, so soll der Diener während des Fastens seiner Frau nicht nähern und soll nicht streiten. Und wenn er doch mit ihm jemand streiten will und ihn provozieren will, so soll er ihm sagen, dass er fastet. Dass er fastet und dass er nicht das gleiche unmoralische, unverschämte Benehmen machen wird, sondern er wird sich Gott treu halten, indem er auf seine Zunge, auf seinen Bauch, auf seinen Verstand, auf seine Blicke, auf sein Gehör, auf seine Hände und Füße auch fasten wird, auch halten wird. Denn das Fasten bedeutet El-Imsak. Und Imsak ist festhalten. Du sollst alles von dir festhalten in Gehorsamkeit zu Allah Azza wa Jalla. Halte daran, dann wirst du auch von diesem Fasten eine gewaltige Belohnung bekommen. Denn sagt alayhi salatu wassalam, wie viele Menschen gibt es? Sie fasten und sie beten und sie stehen in der Nacht auf und beten. Aber von ihrem Fasten bleibt für sie nur das Hunger. Das heißt, er wird nichts bekommen. Bei Allah hat er keinen Ajr bekommen. Bei der Familie hat er keinen Dank bekommen. Von niemandem. Außer er ist hungrig geblieben und durstig geblieben. Und es gibt Menschen, weil er so viel Lästerung macht und schlechte Benehmen hat, von seinem Nachtgebete, Tarawih und seine freiwillige Taten, wird ihm nichts bleiben, außer dass er die Nacht nicht geschlafen hat. Diese Müdigkeit ist nur bei ihm geblieben als Belohnung. Und das ist keine Belohnung, sondern eine Strafe für ihn. Deswegen sagt der Gesandte alayhi salatu wassalam in einem anderen Hadith, was überliefert worden ist in Bukhari und Muslim, sagt alayhi salatu wassalam, wer nicht aufhört mit Geschwätz und falschem Benehmen, so braucht er nicht für Allah zu fasten, dass er vom Essen und Trinken fernbleibt. Das heißt, man muss aufhören, eine Wille haben. Und Alhamdulillah, bei Allah Azza wa Jalla ist auch dieser Mundgeruch sogar so wichtig. Schaut, dieser Mundgeruch, was vielleicht bei vielen Menschen abstoßend wirkt, so ist der Mundgeruch von einem Fastenden am jüngsten Tag, wird schöner riechen als jedes schönste Parfüm vom Misk, vom Moschus. Und das ist gewaltig, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jalla ist für diesen Diener seinen Mundgeruch schöner als jeder Parfüm. Warum? Weil das für ihn ist, für Allah Azza wa Jalla ist. So sollst du diesen Wert, was Allah Azza wa Jalla dir gegeben hat, nicht unterschätzen. So sollst du wissen, dass du hast eine Aufgabe, eine Mission. Und das ist, dass du sollst deinen Ramadan mit schönen Düften verbreiten. Wie kann ich im Ramadan mit schönen Düften verbreiten, mein Fasten? Das schönste Duft, damit dein Mundgeruch weggehen soll, damit deine Düfte schöner riechen soll und damit du von Ramadan noch mehr erreicht hast, ist, liebe Geschwister, Quranul Karim. Parfümiere dich mit Quranul Karim noch mehr im Monat Ramadan. Denn Allah Azza wa Jalla sagt, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran. Das Monat Ramadan ist dieser Monat,
wo der Koranul Kerim offenbart worden ist. Dann sollst du dich jetzt mit Koranul Kerim parfümieren. Dein Mund soll Koran riechen. Deine Aussage soll Koran sein. Dein Verhalten soll Koranul Kerim sein. Und das fehlt uns heute, liebe Geschwister. Deswegen sagt Ibn al-Qayyim, rahimahullah, in seinem Buch Al-Fawa'id, von den Nutzen, was man lernt von der Religion, das beste Fasten, Aftalus Siyam, das beste Fasten, was man machen kann, ist, so viel wie möglich im Ramadan Allah zu erwähnen. Derjenige, der am meisten in Ramadan Allah Azza wa Jalla während der Fastenzeit, in den Tagen und Nächten mit Gottes Erwähnung verbracht hat, er hat auch das höchste Fasten erreicht, das beste Fasten erreicht. Deswegen stiftet jetzt mit Koran und Kerim Frieden und kehrt zu seinem Buch zurück, zum Koran und Kerim, und versucht mit Koran und Kerim zu leben und bittet Allah Azza wa Jalla, dass er soll eure Herzen für Koran und Kerim aufmachen, dass eure Herzen mit Koran einen neuen Leben anfangen. Liebe Geschwister in Islam, wisset, dass dieser Gast ist nur wenig Tage hier. Ayyaman ma'dudat. Allah sagt weiter im Vers 182, Ayyaman ma'dudat. Und diese Tage sind wenig. Gegenüber 350 Tage, 360 Tage im Jahr, ist diese 30 Tage sehr wenig, sehr kurz. Das wird nicht lange dauern. Und wir haben eine große Erleichterung. Früher, die Menschen mussten durchfasten. Heute bis Sonnenuntergang. Und nach dem Sonnenuntergang hast du bis zum Fajr-Gebet Zeit, mit deiner Frau zu sein, mit Essen und Trinken, und kannst du deine Mahlzeiten einnehmen und so weiter. Früher, wenn sie eingeschlafen sind, durften sie nichts mehr essen und trinken, obwohl noch nicht Fajr-Zeit war. Auch wenn er dann in der Nacht aufsteht, war es verboten, dass er Essen nimmt oder mit seiner Frau zusammen wird. War alles verboten, bis Allah den Gläubigen das erleichtert hat und ermöglicht hat, dass sie dürfen bis zum Fajr essen und trinken und mit der Ehefamilie zusammen zu sein. Das zeigt, liebe Geschwister, welche Barmherzigkeit Allah Azza wa Jalla zu uns hat. Wie viel er verlangt, dir zu vergeben. Und wo ist deine Wille, deine Überzeugung, deine Bemühungen, um die Barmherzigkeit von Allah Azza wa Jalla zu erreichen? Denn der Prophet alaihi salatu wassalam hat hier auf dem Minber gesagt, Amin. Und als er gefragt worden ist, ja Rasulallah, warum hast du Amin gesagt? Er hat gesagt, Jibril ist gekommen und hat mir gesagt, sprich, O Muhammad, Amin, nach dem Dua, was ich sagen werde. Daraufhin hat er Dua gemacht. Und in dem Dua hat er gesagt, wer den Monat Ramadan trifft, 30 Tage hat er den Monat Ramadan gelebt und ihm wurde nicht vergeben, so soll er mit seinem Gesicht geschliffen werden in die Höllenfeuer. Deshalb, liebe Geschwister in Islam, unterschätze diese Tage und diese Nächte nicht. Denn das ist jetzt die Zeit der Anbetung, die Zeit der Anstrengung, die Zeit, wo wird viel Belohnung geben. Und du wirst zweimal freuen, sagt alayhi salatu wassalam, der Diener freut sich zweimal. Einmal, jeden Abend, wenn du dein Fasten brichst, hast du diesen Tag hinter dir und du erfreust dich. Und das zweite Mal, wenn er Allah Azza wa Jalla begegnet, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm Belohnungen geben für sein Fasten, wo er wird sich sehr, sehr viel freuen. So sollst du wissen, auch beim Fastenbrechen, liebe Geschwister, ist es ein Augenblick, wo die Dua wird angenommen. Denn du hast 17 Stunden, vielleicht dieses Jahr 19 Stunden werden wir fasten im Hochsommerzeit und werden wir dann fasten und die Tage sind sehr lang und die Nächte kurz. Und wir fasten 18 Stunden, 19 Stunden und am Tag haben wir noch unsere Arbeit gehabt, Beschäftigungen gehabt und du kommst gebrochen in die Moschee, in einem erschöpften Zustand und du wartest auf die letzten Minuten von deiner Fastenbrechungszeit zu dem Maghrib-Gebet und in dem Moment du hebst deine Hände und bittest Allah Azza wa Jalla. Meinst du, Allah wird das nicht annehmen? Meinst du, Allah wird das ablehnen? Meinst du etwa, Allah hört dich nicht? Meinst du etwa, Allah sieht dich nicht? Deshalb, liebe Geschwister, diese Momente vor dem Fastenbrechen sind sehr, sehr wichtig. So hat alayhi salatu wassalam uns berichtet, dass es gibt Stunden und Orte, wo die Dua nicht abgelehnt wird. Und einer der Stunden und Orte ist,
während der Monat Ramadan beim Fastenbrechen. Im Monat Ramadan beim Fastenbrechen. So nutze das jetzt aus, Dua zu machen zu Allah Azza wa Jalla, dass er deine Taten angenommen hat, dass er deinen Fasten umwandelt am jüngsten Tag zu einem Mauer-Schutzwall gegen den Höllenfeuer. Denn das Fasten wird ein Mauer werden zwischen dir und dem Höllenfeuer. In einem anderen Überlieferung sogar sagt alayhi salatu wassalam, dass zwei Dinge werden Yawm al-Qiyama kommen und Fürsprache für den Person bitten. Für seinen Besitzer werden sie Fürsprache bitten. Der erste ist der Koran und der zweite ist das Fasten. Koran al-Karim, den du Tag und Nacht rezitierst, in diesen Tagen und Nächten, wird kommen und sagen, Ya Rab, ich bitte für ihn Fürsprache, vergebe ihm. Tu ihm nicht in das Hölle, gebe ihm das Paradies, wird für dich Fürsprache bitten. Und das zweite, das Fürsprache bitten wird, ist das Fasten. Das Fasten, er hat für dich gefastet. Er hat das nur für dich gemacht. Er könnte auch sein Fasten brechen und würde unter den Nicht-Muslimen auch essen und trinken, aber er hat sich unterschieden. Er hat sich unterschieden und für dich entschieden. So entscheide du für seinen Gunsten. Bewahre ihn vor dem Höllenfeuer. Gebe ihm das Paradies, wird das Fasten sprechen. So sollst du, liebe Geschwister, diese Tag und Nächte richtig verstehen und betrüge dich nicht mit bestimmten Ablenkungen, indem du sagst, ich werde erst später anfangen und ist schon Ramadan zu Ende. Ab heute solltest du schon dir einen Plan machen. Einen Plan machen, wo du geschrieben hast, was ist das Ziel? Ich will meinen Ramadan zum Revolution machen. Revolution, Veränderung in mein Leben. Wandle Ramadan zu einem Revolution, für einen Neubeginn, dass du dich geändert hast. Möge Allah Azza wa Jalla uns das ermöglichen. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فئات المسلمة die sich hier zum Freitagsgebet gesammelt haben. So unterschätze diesen Monat nicht und sei mit voller Überzeugung. Sagt alayhi salatu wassalam, man sama Ramadan imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Und derjenige, der das fastet mit Iman, mit Überzeugung, mit der Hoffnung, dass Allah ihm dafür belohnen wird, für das Fasten, so wird alle seine Sünden ihm vergeben. Und wer die Gebete verrichtet im Monat Ramadan, so sagt wieder Allahs Gesandter, alayhi salatu wassalam, dass Allah alle seine vergangenen Sünden von diesem Diener löschen wird. Und wer zum Laylatul Qadr aufsteht und mit diesem Nacht in Anbetungen verbringt, so wird Allah azza wa jalla wieder alle seine Sünden, was dieser Diener gemacht hat, vorher löschen. Und in einem anderen Hadith sagt, alayhi salatu wassalam, vom Ramadan bis zum nächsten Ramadan, was dazwischen war, werden alle Sünden, was dazwischen war, gelöscht. Das heißt, wahrscheinlich morgen oder übermorgen ist der erste Tag von Ramadan. Und was vom letzten Jahr bis heute war, werden dir gelöscht. Mit der Bedingung, wenn du von den großen Sünden ferngeblieben bist. So mache jetzt Reue für die großen Sünden, damit dir, wenn bevor Maghrib wird und die Mondsichel geworden, gesichtet worden ist, dass du dann auch deine alle Sünden, was dazwischen gemacht hattest, dir vergeben wird. Möge Allah Azza wa Jalla uns den Iman mit voller Iman empfangen. Möge Allah Azza wa Jalla den Monat Ramadan mit voller Iman uns empfangen. Und mit voller Anbetungen, mit Überzeugungen und Hoffnungen für die Belohnung uns viele rechtschaffene Taten ermöglichen. Möge Allah Azza wa Jalla uns zu den Leuten machen, die am Ende die Begnadigten sind von der Höllenfeuer. Möge Allah Azza wa Jalla uns das Firdaus al-A'la durch das Fasten, durch die Gebete, durch die Spenden, die wir machen werden, ermöglichen. Möge Allah Azza wa Jalla uns zu den Gewinnern von Ramadan machen. Denn es ruft eine Stimme im Himmel, der wird sagen, oh, derjenige, der das Gute sucht, du suchst das Gute, so hast du jetzt die Gelegenheit, das Gute zu nehmen. Vor dir ist Ramadan. Nimm jetzt das Gute. Und wer das Böse sucht,
Sünde sucht, Ungehorsamkeiten sucht, er soll jetzt aufhören. Hör jetzt auf. Hör jetzt endlich auf, weiter zu sündigen, sondern wende dich zu Allah mit Reue. Und Allah nimmt von jedem die Reue an. Egal wie groß seine Sünde war, egal was er in Vergangenheit gemacht hat, Allah vergibt jedem Sünde, der zu Allah die Reue macht. Und zum Abschluss, liebe Geschwister, berichtet Allah subhanahu wa ta'ala über sich selbst und über seine Engel. Und danach hat er uns das auch Pflicht gemacht, dass wir sollen über den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Segen erwähnen. Der erhabene Allah azza wa jalla sagt im edlen Buch Quran al-Karim, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Und der Gesandte alayhi salatu wa sallam sagt, wer mich einmal erwähnt mit dem Segen, so wird Allah azza wa jalla ihm bei sich 10-mal mit Segen erwähnen. Und Allahs Erwähnung über dich ist besser als deine Erwähnung. Und wissen, liebe Geschwister, dass der Gesandte alayhi salatu wa sallam uns auch beigebracht hat, wie wir das Segen auf dem Gesandten aussprechen sollen, indem er uns gesagt hat, so spricht, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى هدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح